Schicken deine Augen, wenn aber nur schlecht. By the way, Raffi, wir haben den Erfahrungsschrein ignoriert. Nein, der stand vorher nicht da. Echt nicht? Nein. Wie ist das denn? Die tauchen manchmal auch so aus dem Nichts auf. In einem Bereich, den wir schon waren. Wie fies ist das denn? Ja. Ich wollte schon sagen, aber ich hab auf den Augen. Da ist er zurück, Forever! Ja. Ich hab schon letztes Mal gesagt, es gibt drei Dinge, die manchmal aus dem Nichts in alten Gebieten zurückkommen. Also. Ich war nur kurz weg! Also es gibt drei Dinge, die einfach aus dem Nichts kommen in alten Gebieten. Truhen, Gegner und diese Schreine. Die erscheinen einfach so mitten aus dem Nichts in alten Gebieten, wo man schon vorher war. Einfach so, weil sie es können. Voll unlogisch! So, die Gebers wurden jetzt, naja, ja, ausgeräuchert. Sie wurden ausgeräuchert. Jetzt sind die Toten endlich mal wieder tot. Ja, apropos Tomb Raider, ne? Tomb Raider 1 mit Atlas, das eine Level. So, auf jeden Fall. Jetzt wurden die Toten in die ewigen, in die ewige Rente geschickt. In die ewigen Jagdgründe geschickt. Nein, sie wurde in die ewige Rente geschickt. Oh je, Balkaden. Ich glaube, es ist. Geld, wenn man stirbt? Naja, ich habe von Fällen gehört, wo Tote, also Leute, die schon tot waren, immer noch Rente bezogen haben. Oh je. Das ist das nächste Banner. Ah, nein! Hakodabo natürlich hängt dich fest. Alles nicht wegen mir. Nein. Doch, check an, ist deine Schuld. Kannst du mir Stärke verpassen? Danke. Dazu bin ich Stärke von meinem Bogen. Wir sind alle zu schwach ohne meinen Scan aufgezogen. Set. Ich hasse das. Oh, Gegner. So, hast du eigentlich hier die Schnelligkeit wieder runtergestellt? Na, hab ich. Ich wollte schon weglaufen, aber ich häng hier zwischen ganzen Gegnern fest. Was ist der Typ? Hat den ins Schlachtfeld. Naja, ich bin einfach zu überheblich mit dem Kampf. Warum hat Chicken nicht übermütig? Ja. Chicken, nicht in den Raum reinrennen! Chicken tot. Naja, ich habe den Monster halt schlecht eingeschätzt. Also die Gefahr, die sie ja dargestellt haben. Okay. Und ich habe dich zu spät geheilt. Athens Schlachtfeld. Ich wollte dich heilen, da warst du schon irgendwie... ja, Resurrection Carsten. Geht nicht. Hier hast du Wasser des Lebens. Danke. Ah, der Opfer ist damit getan. Ah, Monster-Rüstung. Kyras des Versteigers. Ja, ich musste gerade sowieso erstmal meine Rüstung heilen. Okay. Oh, fies. Ja, die heilst du, Raffi nicht, ne? Tori. Also, wie geht's weiter? Wir können auch ruhig noch den Rest des Schlachtfelds erkunden. Oh, Monster halt. Feuerspeer. Ja. Benutzt die Fähigkeit der Feuermagie. Also die Kraft der Feuermagie. Wie, mein Gepäck ist voll. Was? Ich werde doch gerade verkaufen. Nehme ich sie mit. Ich habe wieder tausende Magier-Sachen dabei. Bärchen? Ja, lass mir die einmal aus den Augen schon. Mann, seid ihr okay, ich hab Schweinefleisch. Von Jesus kenne ich das immer fett. Ach, wer weiß, wir kennen ja nicht so richtig.
Ja. Ich hab's richtig. Nimmer satt. Ja, hast du einen Baum versteckt? Also, dein Baum versteckt. Ja, im Baum. Das Wildschwein ist auf die Bäume geklettert. Erfahrungsschwein! Yay. So. Treffen ihn und das ist schwierig. Einfach Gegner ignorieren und direkt zum Erfahrungsschrein laufen. Oh. So, brennt ihr. Edelton, Satyr-Magier. Diesmal habe ich dich geheilt. Yay. Diesmal habe ich rechtzeitig gesehen. Soll ich sagen, rechtzeitiger als ich? Oh, die Helfer nicht an uns rankommen. Hm, Bogen. Ah, ne, Halskette war das. Ich hatte meinen Bogen. Ich hatte mal Bogen, das ist das hier ein Hals. Ja, schießen wir Feinde deine Halskette ab. Ja. Ist bestimmt lustig. Wie auch immer das funktionieren soll. Oh ja. Ah. Da hinten sind Gegner. Da kommst du nicht. Du kommst nicht an die ran, da ist eine Mauer. Das ist von der anderen Seite. Ah, oh, Heldmonster. Der Monster hält. Irgendwas. Ja, nein. Deutsche, sterbt doch nicht immer so schnell. Ich will euren Namen lesen. Ah, ja, Musik. Jettchen. Könnt ihr euch wenigstens vorstellen, bevor ich euch bitte? Die greifen uns einfach an, ohne sich konkret vorzustellen. Ja, ich glaube, es war eine Art Hauptmann oder Kapitän. Diejenigen, die euch und Rabi wird euch auch töten. Der Banner von Athen, das brennt. Oh nein. Nein! Athene brennt! Sie brennt! Kann nicht sein. Brenn in den Feuern des Hades. Wird ihr sterben, ihr Bastarde. Mit seinen brennenden Haaren. Was habt ihr da nicht gebraucht? So, wir haben ihn mitgebracht. Spielkameraden. Zeug, das ist ein Gegner schicken. So. Ja, kann auch Zeug sein. Ah, Kampfmarkierung. Jetzt aber keine Kampfmarkierung. Naja. Ist immerhin schon tot. Okay. Aber vielleicht stehen sie wieder auf. Ja, this is not even my final form. Stopp. Ich bin wieder nackt. Noch mehr kannst du nicht tragen. Oh nein, ich kann nicht mehr tragen. Nehme ich den diesen Speer. Okay, letzten Satyren. Ich warte nur darauf, dass im Kampf bei dir, ne, das Ding ausgeht. Meine Lebensrune und dann plötzlich hast du keine Fallen mehr zum Schießen. Ja. Muss in den Nahkampf gehen. Oh je. Ja. Naja. Ich habe bald schon Level up. Kann ich ein bisschen stärker investieren. Ja, Sammelmagierzeug. Was für den Müll auf hier so sammelt. Mein Winter ist voll. Ja, meins auch im Grunde. Zurück zum Delfin. Yay. Delfine! Mich in Quantum Conundrum gerne auslachen. Weil ich zu dämlich für ein Rätsel bin. Ach, Menno. Ich verkaufe an die Weisen und Mächtigen. Bist du sicher, dass du hier einkaufen kannst? Ja, gute Reise. Nein, mir ist nicht zu helfen. Rüstung. Nee. Definitiv nicht. Eine Geschicklichkeit weniger, aber dafür Kältewiderstand. Ah, warum nicht? Reise möglichst weit fort von hier. Hey. Ich habe mir gesagt, ich soll so weit wie möglich wegreisen. Zeitblicks. Mit Intelligenz und Energie, das ist doch was für dich. Vielleicht? Behaupte ich einfach mal. Was für Rüstung war das? Eine Kette.
Ist das gerade, ich kann sie deswegen nicht anziehen. Rokette! Hör auf zu tanzen! Danke. Intelligenz und Energie prozentual. Ja, ganz, ganz gut. Oh, drei. Wenn ich jetzt Schiff kann, dann kann ich die Handschuhe anziehen. Hey, drei Schanzpunkte mehr pro Sekunde. Juhu! Yay. Tränke! Ballschienen! Yeah. Störe mich jetzt nicht, ich brauche Kunden! Ich bin doch dein Kunde. Moment, ich bin Magier. Wo dasselbe noch Bögen? Schaden, wir gehen zu Kunden. Ich bin Magier, sagst du, während du mit Bogen kämpfst. Die haben schon ganz gute Werte. Stärke, Geschicklichkeit und das. Ich könnte das einfach anziehen. Dann verliere ich einiges an Gesundheitsregeneration. Wow. Ist das besser? Ja, halt ich meine Flasche später noch benutzen. Du bist auf jeden Fall besser. Viel Glück! Angriffsgeschwindigkeit. Viel Glück. Kennst du Simonides? Toller Dichter. Das ist 26. Lebe lang, o Reisender. Zu lang, nicht breit leben. Was, Angriffsgeschwindigkeit oder Geschossgeschwindigkeit für einen Bogen? Was meinst du denn? Ich habe hier Handschuh die Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Ja. Ach, das muss ich da schließen. Naja, Angriffsgeschwindigkeit ist ja für alle. Wahnsinnig groß. Das soll ich anziehen, das dicke Ding. Kannst ja als Rüstung anziehen, so groß das ist. Geht nicht, braucht zu viel Stärke. Wie gesagt, ich brauche nur Magierzeug. Kriegerzeug passt ja nicht. Magierzeug, Magierzeug, Chicken. Also, Angriffsgeschwindigkeit ist ja für alle Waffen gut. Ja. Schilde, Beinschienen, die kommen bald wieder. So. Oh, zieh ich den Obsidianhelm an. Wie viele Dings würde ich denn verlieren? Ich hau 5 runter. Aber dafür sieht man dann mein hässliches Gesicht nicht mehr. Macht ja gar nicht. Zeig mal von vorne. Warte. Ich muss schon sehen. Ja, so sieht das Ding aus. Ein blauen Stein mitten auf dem Stern. Ich sehe die Obsidian-Rüstung. Obsidian-Rüstung sieht schon toll aus. Vor allem der Brustpanzer von hinten gesehen. Wobei, mit einem Kräuterkunde-Ding habe ich ja... Kräuterkunde-Ding. Damit habe ich Lähmungswiderstand. Das ist ganz praktisch. Lähmungswiderstand. Ich würde es eindeutig, was wir nehmen. Ja, dann kann man auch besser einen Angriff ausweichen, wenn man nicht gelähmt ist. Wobei, jetzt ist das Ding eigentlich schwächer. Das kann ich auch verkaufen. Das wird auch verkauft. Alles wird verkauft. Ja, okay. Lebe lang, oh Reisender. Wie störe? Ich soll dich nicht stören. Du brauchst Kunden. Ich bin dein Kunde. Der unhöfliche Ding. Der Ding vor allem. Er ist ein Ding. Ist dicker. Er ist ein Ding. Ein Ding, ein Ding, ein Ding. Na gut, ich reise ganz schnell zurück auf die Schlachtfelder-Teams. Schlachtfelder ist eigentlich mein einziges Schlachtfeld. Schlachtfelder. Ja. Naja. Du kannst ja in mehrere Gebieten aufteilen, die mir Zäune aufstellen. Ziemlich viele Gegner hier. Ich hoffe, die haben, noch nicht ganz Athen ausgelöscht. Wenn ja, du...
brennende Haare. Ja. Das womit Haar ist verwandt. Und ich habe ihm die Haare ausgepustet. Und so gut. Ja, ist mal lustig, wenn das passiert. Hm. Beste Stelle im Herkules-Film. Hey, die kämpfen gegen jemanden. Ja, es sind Soldaten. Das heißt, Athen ist noch nicht gefallen. You don't say. Naja. Es sind auch viele Leute gefallen. Ist mir Rabbi gerade da hinten. Ja. Ich hab mich verloren! Oh nein. Naja, eben wieder ganz. Liegen hier. Verloren. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geachtet, wann wir mit der Aufnahme angefangen haben. Ich glaube irgendwann nach 7. Jetzt war es schon nach 7. Ja, toll gemacht, Chicken. Du warst sehr damit beschäftigt, im Kreis zu rennen. Mhm. Professionalität auf dem höchsten Niveau. Kann passieren. Ah, so bin ich gestorben. Da hat jemand Netz über mich geschmissen. Deswegen konnte ich nicht weglaufen. Er wollte dich einfangen. Hm. Ja, weil ich ein leichtes Ziel bin. Wenn ich nicht weglaufen kann. Ah, ich habe keine Stärke mehr. Ja, ich hau sie mit meinem Fuß kaputt. Ja, tu das. Gut. Okay, sind noch Gegner. Ah, ein Banner, der nicht brennt. Yay. Das kann man ändern. Okay. Haben wir schon erledigt. Dieser Umstand lässt sich korrigieren. Entschuldigung. Oh, da sind Gegner. Lass uns ein schönes Feuerchen machen. Okay, das sind Gegner. Ich kann sie verbrennen. Und uns daran aufwärmen. Ihr Köpfe, ihr Haare brennen auch. Ja. Ah, Mann, ist das eine dicke Mauer. Billige Hades-Kopien. Hey, das sind auch spartanische Soldaten. Hey. Spanier sind überall. Naja, die sind eigentlich immer Konkurrenten zu Athen gewesen. Ja, also, man braucht immer so einen gemeinsamen Feind, damit sich alle versöhnen. Ja, Sparta und Athen waren immer Konkurrenten und. Ah, Leonidas. Und sein Freund Leibwächter Brasidas. Ah, du schon. Ich schon wieder. Immer noch am Leben. Ich bin selbst froh, hier zu sein. Ich hatte gedacht, wir Spartaner könnten diesen Albtraum selbst beenden. Ich war ein Narr. Des Stolzes wegen haben wir Hilfe von unseren griechischen Brüdern abgelehnt. Und Sparta hat durch die Monster große Verluste hinnehmen müssen. Klar, selbst tot. Ein Soldat kennt nur den Angriff. Aber ich muss mehr sein als ein Soldat. Ich muss ein Krieger sein und lernen, meinen Stolz zu zügeln. Es ist klar geworden, dass die Spartaner sich mit allen Griechen vereinen müssen, wenn wir eine Chance gegen diese Monster haben wollen. Die Prophezeiung des Orakels sagt mir gar nichts. Aber deine Taten auf dem Parnass wären eines Heldenliedes wert. Dieser Telkine, von dem du sprichst, muss der Anführer der Horde sein, die uns angegriffen hat. Auf dem Höhepunkt der Schlacht ist er verschwunden. Dadurch konnten wir die Monster zurücktreiben. Ach, sehr schön. Ich habe Berichte von Scharmützeln innerhalb der Stadtmauern gehört. Ich kann aber keinen Läufer entbehren. Würdest du nach dem Rechten sehen? Ich soll jetzt auch noch einen Botenjunge für dich spielen. Na super. Naja. Brasidas, was hast du dazu zu sagen? Nun, was ist alles passiert, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe? Ich bin sicher, deine Geschichten sind mindestens so lang wie meine. Nee, mal die Geschichten, die ich immer so immer in meinem Kopf herum überlege, sind definitiv länger. Naja, wir hatten also so einen dicken Zyklopen erledigt, dann noch Medusen, ganz Monsterlager im Parnass. Hey, nackte Faunenstatuen. Moment, was? Ja, yeah. Nur weil manche Leute Titanfest auch Tittenfest nennen. Ah, schöne Musik. Immer nur auf die Gefühle im Leben machen. Stell dir mal vor, und ich sterbe. Ich glaube, da hat jemand Skelett bei gehabt oder so.
haben will. Was ist das gerade? Hat auf jeden Fall Blutungsschaden. Also. Ich habe nicht genug Skelettpfeile in meiner Sammlung. Wobei einige Waffen sind noch am rumtanzen, zum Beispiel vor der ich stehe. Unstab. So richtig weit vor stehen sie hier. Yay, Vögelchen am Wasserbecken. Ja, trink mal aus, Kleiner. Genau, nimm den Bogen mit. Ah ja, so. Hier auf der Seite ist schon mal Ruhe und... Hey, da gibt's jemanden zu quatschen. Frieden! Geschichtenerzähler. Anaxogaras. Anaxogaras. Ich singe jetzt von einer Bergnymphe. Immer diese Musen! Wie sie mit Zeus einen Sohn namens Hermes zeugte. So wurde geboren Maya? Der schnellste Gott. Flink auf den Füßen und mit gefliederten Sandalen. Patron der Reisenden und Grenzen. Der Schäfer und Diebe. Hermes, der die Toten zu Hades bringt und der oft den Helden bei ihren Aufgaben half. Aber du bist ein Dieb! Als Maya ihn gebar, in einer Höhle im Berg Zylene, nahm sie das Kind in die Arme und versank schnell im Schlaf. Das Kind Hermes sah, dass sie schlief, kroch aus ihren Armen und lief dann nach Thessalien. Er fand die Weide, auf der Apollons heiliges Vieh graste, welches nur Apollon selbst anrühren durfte. Hermes stahl ein paar Kühe und versteckte sie gut. Er schlachtete eine und nahm ihre Innereien heraus. Und mit einem leeren Schildkrötenpanzer schuf er die erste Leier. Der flinkfüßige Gott lief dann zurück nach Hause und wickelte sich wieder in die Arme der Mutter. Doch Apollon erschien und behauptete wütend, dass Hermes sein Vieh gestohlen hätte. In diesem Moment nahm das Kind die Leier und begann zu spielen. Der süße Klang der Leier bezauberte Apollon, den Gott der Musik, und sein Zorn legte sich. Er sah die Leier und seine Gier danach war so groß, dass er dem jungen Hermes anbot, er könne sein Vieh hüten, im Austausch gegen das Instrument. Und so kam Hermes erste, aber nicht letzte Untat zu keinem schlimmen Ende. Griechische Geschichten sind ziemlich komisch. Und das als kleines Kind. Ja. Was für ein Schlingel. Der Gestalt. Hey, wir sind in Athen, aber ich glaube nicht, dass die Stadt in Wirklichkeit so aussieht. Also heute gesehen. Beziehungsweise so gebaut ist. Garten. Ich komme nicht in der. Hey. Untote, was macht ihr hier? Gib mir eure Skelettpfeile. Das ist kein Skelettpfeil. Schau mal, Trinkbrunnen. Das ist einfach so ein Schildkröte drauf platziert. Schildkröte. Wie kommt denn da rein? Warte. Eine Schildkröte. Was ist denn Lauben los? Rattenmenschen? Was waren die denn da? Zeug ist los. Weiß ich nicht, ist mir auch gerade vollkommen egal. Erstmal Portal aktivieren. Juhu! Erstmal die Stadt erkunden. Warte, ich bin noch nicht da. Kyros. Was ist da, Kyros? Panischer Mann. Ich bitte dich, bitte hilf uns. Unser Anführer wird in den Katakomben unter der Akropolis von Monstern belagert. Wenn er stirbt, dann wird den Rest der Welt vielleicht das gleiche Schicksal ereilen. Bitte, geh unter den Parthenon und rette ihn. Schnell! Okay, wir lassen uns Zeit. Was ist los, Evander? Kyros dreht fast durch vor Panik. Aber was er sagt, scheint wahr zu sein. Dunkle Magie hat Bestien auf der Akropolis beschworen. Wir kämpfen uns jetzt dahin durch. Oh je. Skamunda, sein Meister. Kämpft euch mal durch. Sein Meister ist ja ein... Miletus. Verärgerter Bürger. Ich wollte gerade lesen, verräter Bürger oder so. Wo ist denn hier ans Feststecken? Er ist ein Verräter! Was ist los, Miletus? Was ich gerne wissen würde, ist, warum Sie hierher nach Athen gekommen sind. Ist es euer Reichtum? Euer Reichtum. Keine Ahnung. Reichtum. Ach, Stärke investieren. Ja, endlich kann ich meinen Bogen halten. Noch mehr Durchschlagsschaden und erhöhte Geschossgeschwindigkeit. Durchschlagsschaden.
Ganz viel Schaden, ganz viel Schaden. Mhm. Hier ist noch einer, ein Philosoph. Ja. Das Beste an der menschlichen Natur Klantis. Zeigt sich, wenn man sich gegen einen gemeinsamen Feind verbündet. Hast du das bemerkt? Ja. Aufgrund der Monsterplage helfen alte Rivalen, sich gegenseitig zu schützen. Ohne die Plage sähe es hier ganz anders aus. Mhm. Habt ihr alles dieser Ziege zu verdanken? Sie hat euch gerettet. Was ist die für ein Ziege aus Baphomets Fluch? Hm. Oder diese Ziege. Das sind 3-4 Ziegen. Die haben vor die ganze Armee aufgehalten, ganz alleine. Viele Ziegen. Ja, nur den Ziegen haben die Leute das zu verdanken. Warum haben die so viele Frauenstatuen hier? Weil die Brüste anbeten. Na ja, stimmt. Ja gut, die Stadt, die Athene anbetet. Vielleicht. Achso. Sind ja hier. Du wolltest ja irgendwas in Athen machen. Ja, habe ich ja schon angedroht. Angedroht? Und zwar habe ich mir offscreen so ein paar Dinge besorgt von anderen Charakteren. Hm. Also jetzt plötzlich nächstes die Früchte auf. Weil wir haben in den letzten beiden Sessions so 2 arkane Formeln gefunden. Mhm, haben wir. Sagen, machen wir das mal. Checken sich gekrallt hat. Er ist ein Flakon. Wo ist denn der Kerl? Da oben bist du. Genau. Na, setzen wir jetzt das mal zusammen. Gut. Schaut gut zu, ja. Dann lernt ihr was davon. Bitte, ja, das ist ein sehr schwieriger Prozess. Formeln. Man muss auf einen Button klicken. So, oben die Formel. Da unten die Ingredienzien. Ah, so ein Stärke. So, ist das ein Gold? Anfälligen, ja. Das Spendensteinflakon. 10 Durchschlagschaden, 12% Giftwiderstand, plus 20 Verteidigungsqualität und plus 7 Verteidigung. 7% Angriffsgeschwindigkeit. Plus 25 Verteidigungsqualität für Vervollständigungsbonus. Ja, und ich habe den Phantomwächter. 18 Lebensentzug für 3 Sekunden, 7% Lebenskraft, Schadenwiderstand, 12% Wahrscheinlichkeit für 50% Schadenreflexion. Oh ja, Schadensreflexion. Plus 20 Angriffsqualität. Sobald ich alles verkauft habe, segle ich zu einer Insel, auf der es keine Monster gibt. Mehr noch etwas anderes? Auf jeden Fall, aber es sind nur die einfachen. Es gibt noch 2 weitere Visionen. Stärkere und die sehr starken. Mhm. Sie wird dann große und dann mächtige Artefakte. Gut, wir sollten vielleicht diesen... Die sind nicht getroffen. Okay, wir sollten jetzt vielleicht diesen Meister retten. Und diesen komischen Monstern, die einfach so aus dem Nichts erschienen sind. Nee, ich würde aber gerne Party machen jetzt in Athen. Okay. Party! Ich kann Party machen, indem du... Obwohl... Das klingt sehr fies. Ja, machen wir eine Party, in die wir Leute töten. Der Rattenmenschen. Oh je. Wo Leute töten, die haben nicht viel Chance gegen so Rattenmenschen. Eine Todesparty. Oh, guck mal diese Riesenratte an. Oh ja. Ungezieferkönig. Ja, jetzt ist noch Ungezieferfutter. So. Gegner, der sich in der Säule versteckt hat. Linken Seite können wir. Schlangen! Akropolis! Yay! Yeah. Dusen auch noch. Gorgonen. Dusen, Gorgonen, ja, ich verwechsel immer. So, hier oben ist noch der genau Tempel von Athene. Ihre beiden Schwestern kommen am besten auch mit. Hm. So. Ihren Namen ich mal vergesse. Chicken, du hast Dings noch gar nicht geskillt. Deine Fähigkeiten. Wo ist ganz so? Keine Fackel schon wieder. Wow. Was ist denn gerade wichtig? Vielleicht noch diese eine Fähigkeit, die Lebensenergie erhöht und von Skillen. Na, könnte ich machen.
Oh, aber Eichenherz ist auch ziemlich verlockend gerade.